alle verfügbaren Einheiten und schickt sie mit Kontrollen. Ja, finde ich auch. Schwingt eure Herrscher her. Weil ich muss noch einen zweiten Kopf krabbeln. Ja, fahren wir hier ein bisschen rum. Junge, du bist so ein Vollprofi. Vorsicht, der wird langsamer. Der steigt ganz schön auf die Bremse. Ja. Die Typen schaffen sich mal, mich zu catchen, wenn ich Donuts drehe. Wenn du der Weihnachtsmann bist, ich halte nicht an. Oh, oh, oh. So. Noch eine halbe Minute und dann können wir uns verziehen. Ich würde sagen, wir gehen langsam Richtung Highway, weil ich mich da gut verdrücken kann. Wehe, einer von euch mäht die Tankstelle um. Würde ich dem zwei Spaten sogar zutrauen. So, und jetzt heißt es verduften. Du kleiner Penner. Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten her. Fast drauf gelangt. Unfallgefahr. Verfolgte Einheiten Aufstand halten. Verdächtiger ist unterwegs. So, beim Stadion hängen wir sie ab. Ja, sie einfach voll rein. Im Stadion werden wir sie los. Es sind drei Stück, die uns im Arsch kleben. Anbremsen und rein. So, kommt mal mit, Jungs. Ich habe ein Geschenk für euch. Na? Schmeckt's? Nö. Ich dreh um. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das sind die Cops. Ihr müsst noch irgendwo noch Leichenfahrzeuge rumliegen. Oh. Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf der Blacklist. Das ist also deine Chance. Versau es nicht. Vertrau mir nicht allzu viel, ne, ne. Oh. Ja, Edelf ist jetzt durchgesetzt. Ich nicht. So, sofort zum Unterschlupf, würde ich sagen. Geld 0, das läuft doch. Und dann würde ich sagen, knöpfen wir uns doch Sonny gleich mal vor. Auf dem Programm stehen zwei Rundkursrennen. Es lädt. Der fährt einen Golf. 5. Glaube ich. Es müsste ein Golf 5 sein. Also ein GTI natürlich. Die Lackierung gefällt mir nicht. Die Lackierung gefällt mir überhaupt nicht. Ganz zu schweigen vom Karosserie-Kit. Du GTI-Schänder. Er hat einen Dachspoiler drauf. Ich werde es so machen, weil wir können ja von Blacklist-Fahrern jeweils zwei Symbole auswählen. Eines von den Symbolen, die ich auswähle, wird ein spezielles Leistungs-Upgrade sein. Die werde ich dann sparen. Und ein normales. Und ich bete, ich hoffe, dass ich Karten von Jungs jeweils abstauben kann. Je nachdem, ob ich das Auto haben will, werde ich es behalten. Da muss ich nämlich mir kein Auto kaufen. Und habe so ein bisschen Geld fürs Tuning gespart. Und für die Karre. Und lackiere die dann einfach um. Mach optisch halt noch was dran. Und den Golf da hinten, wenn ich den bekomme, der wird erstmal komplett auseinandergenommen. Karosserie-Kit ab, Dachspoiler ab. Felgen habe ich nicht drauf geachtet.
Und Lackierung muss auch ab. Die Lackierung, bäh. Kriegt man das Kotzen. Ein Golf wäre auch so ein Auto, was ich in echt gerne haben will. So als erstes Auto ist so ein Golf GTI eigentlich ganz geil. Auf einem normalen Golf ist auch schon geil. Das war zu schnell. Aber guck mal, wie wir den Sonny platt machen, ne? Ich soll mein Maul nicht so weit aufreißen, weil der kommt jetzt schon wieder ran. Ja. Gut, ich hatte ja eine ziemlich lange Pause vom Let's Play. Das ist im Prinzip mein erstes richtiges Let's Play wieder. Weil, naja, City Car Driving zähle ich persönlich eher so als Zwischenlösung, als Zwischenprojekt. Das ist eigentlich mein erstes richtiges Projekt wieder. Und ja, es macht mir wieder Spaß zu Let's Playen. Macht Spaß. Ich habe Lust dazu. Und ja, ich werde jetzt aber auch keinen fixen Upload-Plan machen, weil ich mir da einfach Freiheit lassen will. Man sieht es beim LPN. Am besten, wer ihn nicht kennt, einfach in meine Abo-Box gucken. Mein Handy blinkt. Wer jetzt ruft jemand an? Ja, ich werde mir keinen Upload-Plan machen, aus dem einfachen Grund. LPN hat auch einen und hält den sporadisch ein, sage ich jetzt mal. Ich habe nichts dagegen, weil ich weiß, wie scheiße anstrengend das Let's Playen ist und dass man auch ab und zu mal was machen will, was halt einem einfach gefällt. By the way, wir haben das erste Rennen gewonnen. Ich kann absolut nachvollziehen, wieso er das missachtet, den Upload-Plan. Schon wieder nicht. Aber naja. Deshalb will ich mir dadurch keinen Stress machen, weil ich den Upload-Plan sowieso nicht einhalten kann. Weil ich halt einfach den ganzen Tag arbeite, spät erst abends erst so nach Hause komme. Und dann ist meistens nicht mehr so viel Bock da, um noch irgendwas zu machen. So rendern und hochladen, kein Ding. Das kann ich auch gleichzeitig zu zocken. Ist nicht das Problem, aber aufnehmen. Da zocke ich dann halt lieber mit ein paar Kumpels Runde League of Legends oder MTA Carball oder was weiß ich was, Battlefield. Und da will ich halt dann auch mal meine Ruhe haben. Deshalb mache ich keinen Upload-Plan. Die Parts kommen dann hoch, wenn sie kommen. Das tönt irgendwie voll ekelig. Aber egal. Also ihr braucht auch da gar nicht betteln oder fragen, wann kommt der nächste Part. Der ist dann da, wenn er da ist. Punkt, aus, Amen, Ende. Ich krieg die Kurve nie. Ich fahr grad so wie ein Dummkopf, ne? So, diesmal nehme ich die Abkürzung aber mit. Ich dachte vorhin, hier wäre abgesperrt. Deshalb bin ich nicht durchgefahren, weil ich kenne eigentlich mich hier im Most Wanted noch ziemlich gut aus. Für das ich schon lange nicht mehr gezockt habe. Mach dich vom Acker. Kenne ich mich eigentlich noch ziemlich gut aus. Ich kenne die meisten Abkürzungen und so. Du Taxi musst jetzt nicht hier durchfahren. Ja, Entschuldigung, dass ich hier die ganze Zeit nur nach hinten gucke, aber ich will halt gucken, wo die Gegner sind. Und ich würde sagen, als nächstes stecken wir dann wieder Geld ins Leistungstuning. Sofern wir den GTI nicht kriegen. Weil wenn wir den GTI kriegen, werde ich das... Nein, nein, du Penner. So ein kleiner Pisser. Stinker. Anderthalb Zehntel. Gut, erste Blacklist direkt verkackt. Auf den letzten Meter, ne, weil ich unbedingt so Scheiße bauen musste.
Ja, also wenn wir den GDI kriegen, dann werde ich das Auto hier nur noch für die Cop-Rennen gebrauchen und den GDI als Hauptrennwagen sozusagen benutzen. So, wer du kriegst jetzt hier in... Da, ab, ja. Oder so. Aber optisch sieht er schon gut aus, finde ich. Lackierung könnten wir noch was ändern, das werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Irgendwie schwarz lackieren mit Rallye-Streifen oder so. Aber mehr werde ich an dem Auto eigentlich auch nicht machen. Weil ich finde den optisch so Standard schon ziemlich geil. Genau. Und man kann ja dann später auch noch einen IS-300 gewinnen. Mit einem Gepäck des Gegners. Und dann nehme ich sonst den da. So. EA hat ja 2012 auch ein Need for Speed Most Wanted rausgebracht. Und naja, ich finde den Namen hat... Fuck. Scheiße. Danke. Ich finde den Namen hat es nicht verdient. Das Spiel hat nicht den Namen Need for Speed Most Wanted verdient. Eher Need for Speed Burnout Paradise. Weil es kann mir niemand was erzählen, dass es irgendwas im Entferntesten mit Need for Speed zu tun hat. Klar, die Grafik und alles, es ist wunderschön. Aber vom Gameplay her, es ist kein Need for Speed. Need for Speed ist für mich Rennfahren, Gegner besiegen, tunen. Weil es hieß ja eigentlich von EA, ja man kann tunen im neuen Need for Speed. Arsch lecken, das ist kein Tuning. Und deshalb bin ich auch auf das neue Need for Speed Rivals sehr, sehr gespannt. Werde ich mir auf jeden Fall auch holen und let's playen. So, und diesmal kacke ich es nicht. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. So, erster Gegner, Sony, abserviert. Und Glückwunsch, du kannst so zwei Symbolen von Sony auswählen. So. Das Teil, wenn wir uns holen, dieses Leistungs-Upgrade. Einzigartiges Bremsen-Upgrade. Da. Yes! Jawohl! Blacklist Nummer 14. Tess. So. Neue Wagen und Teile. Test stellt Bedingungen. Gut. Ja, ich habe ja gesagt, in dem Wagen werden wir nicht mehr. Doch, ich mache an dem jetzt noch eine Lackierung dran. Optik, Lack und das mache ich schwarz. Schwarz mit weißen Rallye-Streifen drauf. Ein auf der Seite oder so, sowas. Nee. Ich kann mir immer mal sagen, ob ich das so irgendwie farbig machen soll, aber ich lasse jetzt erstmal weiß. Felgen, die mache ich so golden. Das passt. Dann sieht der nämlich auch so halbwegs anständig aus, weil ich will ja keine Lumpenkarren. Ja, ich sage jetzt immer Lumpenkarren. Nein. So. Den Golf GTI. Hat einiges mehr an Leistung, das spielt uns natürlich in die Karten. Aber wir werden den umtunen, weil er mir so nicht gefällt.
Aber anziehen tut er gut. Ziehen tut er gut. Auch leistungsmäßig müssen wir nicht allzu viel ändern. Aber teilemäßig. Nee, den lassen wir Standard. Das finde ich einfach am besten so. Motorhaube, die lassen wir. Felgen, BBS. Racing Hard. OZ. Ja, die sehen gut aus, finde ich, auf dem. Da können wir auch ruhig... Ja, bleiben wir realistisch und machen die 19 Zoll darauf. Dachspoiler muss ab. Wollen wir einen Spoiler drauf? Wenn, dann Tuner. So einen kleinen. So einen ganz kleinen will ich draufpacken. Den Barracuda. So, $500 kriegen wir sogar zurück. Lack. Ich würde sagen, wir machen den entweder weiß oder schwarz. Aber erst muss das Vinyl ab. Ja, das ist geil, dass wir das jetzt nicht sehen. Aber es ist ab, das ist schon mal gut. Weil was ich beim Golf 5 geil finde, ist bei dem Kühlergrill, beim Warmen da, der rote Balken. Die rote Umrandung, das finde ich richtig, richtig geil. Das hätte was. Ne, wir machen den schwarz. Schwarz wie die Nacht. Karosserie? Ne. Streifen. Ich packe hier auch wieder Rallye-Streifen drauf. So einen großen. Ja, ich packe einen großen drauf. Habt schon richtig gehört. Hm. Am geilsten fände ich so Streifen, die man halt so noch so rot umranden kann. Oder umgekehrt. Das schaut cool aus, finde ich. So machen wir das. Bisschen dunkler noch. Klein, also ist, finde ich, nicht allzu auffällig, aber ich finde es cool. Weiße Felgen oder schreibt mir mal in die Kommentare, wie wir die Felgen machen sollen. Ich mache die jetzt mal so weiß. Scheibenfolie rot passt eigentlich ganz gut. Armaturenbrett bringt eigentlich nichts, das lasse ich's. So, Teile. Haben wir irgendwelche neue Teile? Nitro eventuell. Ja, aber ist zu teuer. Okay. Dann lassen wir es bei unserem Golf mal so sein. Weil ich finde, das schaut jetzt schon ganz gut aus. Lässt sich auch gut fahren. Und ich würde sagen, wir fahren die ersten Rennen. Mautstellen-Rennen. Mit dem Mautstellen-Rennen beweisen wir, wie schnell wir sind. Denn nicht jedem in der Blacklist kann man trauen. Zieh einfach auf der einen Seite ein Ticket und rase bis zur anderen. Du hast nur eine bestimmte Zeit, um von einer Mautstelle zur nächsten zu kommen. Also behalte die Uhr im Auge. Alles klar.
mit unserem neuen Golf 5 sollte sein. Kein Problem sein. Golf 5 GTI, meine ich. Ja, der zieht eigentlich schon besser. Lässt sich auch besser handeln. Kann daran liegen, dass es jetzt ein Frontantrieb ist und der ES300 ein Heckantrieb. Deshalb bricht der, sollte der hier weniger ausbrechen, aber naja. Die Physik von Need for Speed ist ja auch schon ein bisschen veraltet, deshalb kann ich mir vorstellen, dass auch der gerne mal mit dem Heck kommt ab und zu. Die Zeit reicht ja ohne Probleme. Highway, das ist genau das Gebiet vom Golf. Hier können wir den Topspeed ausfahren und ein bisschen lenken. Ja, finde ich cool, das Auto. Will ich auch echt gerne haben. So ein Golf. Aber der geilste Golf ist der neueste, finde ich. Ein Golf 7 GTI. Das ist, finde ich, ein richtig geiler Golf. Der Golf 6 hat mir nicht so gefallen. Beim Golf 7 haben sie ein bisschen was am Design geändert. Und ich finde, genau das, was sie geändert haben, hat mir beim Golf 6 gefehlt. Golf 6 hat mir ein bisschen zu lieben Blick. Auch beim Golf 5, die schau mir zu lieb. Golf 7, der hat so richtig so einen bösen Blick. Finde ich richtig schön. Und auch mit der roten Leiste, das haben sie jetzt durchgezogen bis zur 7. Generation. Das finde ich auch ganz geil. So, mit 45 Sekunden übrig sind wir im Ziel mit 2000 Dollar Prämien. Falls du Teile brauchst. Yo, hier ist Rock. Fahr zu einem Shop, wenn du Teile brauchst oder einen neuen Wagen willst. Die wissen, dass du ein Freund von mir bist. Geht also alles klar. Check mal deine Karte. Ja, war ich schon ein paar Mal dort. Falls du Teile brauchst. Ja. Ich werde hier mit euch zusammen nicht alle Rennen abfahren. Die übrigen Rennen, weil wir müssen hier nur 4 fahren, können aber 6 fahren. Ja klar, ein SL, ein Pont, ein Vauxhall Monaco und ein TT. Wir fahren nur ein Golf GTI, Alter, kein Ferrari. Ja, da ziehen sie ab. Wo war ich? Ich hab's vergessen. Egal.